Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Digitalisierung in Vorarlberg. Und heute geht es um das Thema Bildung, Weiterbildung, Ausbildung. Und dazu darf ich BIFO-Geschäftsführer Andreas Bichler begrüßen. Hallo, guten Nachmittag. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Herr Bichler, welche Rolle spielt denn Digitalisierung für das BIFO? Ja, für uns spielt die Digitalisierung ganz eine große Rolle. Einerseits natürlich digitalisiert sich gerade der Arbeitsmarkt massiv. Das merken wir an allen Ecken und Enden. Das war vor Corona schon klar und jetzt natürlich umso deutlicher. Wir merken, dass sich Berufsbilder einfach von Grund auf digitalisieren. Es ändert sich die Ausbildung. Es werden dort auch Schritte gesetzt im Bildungsbereich, in den, so wie die Lehrstellen konzipiert sind, haben einfach immer mehr digitale Elemente. Und das spiegelt auch ein bisschen ein Stück weit eine sich ändernde Gesellschaft wider. Und es ist ganz spannend, wenn man gerade in der Bildungs- und Berufsberatung dann an der Grenze ist, wo man auch merkt, wie sich die Realität, die Erwartungen und auch natürlich die Kompetenzen, wie sich das miteinander matcht. Und darum ist für uns ganz ein wichtiges Thema. Das Zweite ist natürlich, unsere Kundinnen und Kunden, die zum BIFO kommen, die erwarten sich heutzutage natürlich ein digitales Angebot. Die wollen sich durchklicken, die wollen sich zu Hause schon informieren, die wollen auch digitale Erlebnisse haben, die wollen feststellen, passt der Beruf zu mir. Und wir haben zum Beispiel mit den VR-Brillen vom Verein Lehre in Vorarlberg haben wir super Erfahrungen. Wenn man die nutzen, dann kann man sich einfach auch vorstellen, wie so ein Beruf ist, wie sich das anfühlt, wie das ausschaut. Also wir haben da auch einen gewissen Spaß am Experimentieren und wollen die Digitalisierung als etwas sehen, das einerseits unvermeidbar ist und auf der anderen Seite aber auch etwas ist, das Chancen eröffnet. Und wichtig ist natürlich, dass man selber sich auf dieses Abenteuer einlässt, aber auch irgendwie, sei es seitens der Schule, seitens der verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, auch ein bisschen unterstützt wird, wenn es einmal schwerer ist. Jetzt, das BIFO hat ja eine klassische Homepage auch, aber da gibt es auch verschiedene, man wird weitergeleitet zum Pfiffikus, zum Bildungsbuch. Was sind denn da die Unterschiede und warum haben Sie den Weg so gewählt und nicht einfach alles in, so eine eierlegende digitale Wollmilchsau? Ja, das ist, die Antwort ist schon fast in der Frage inkludiert. Es wäre einfach sehr, sehr weitreichend, wenn man alles auf BIFO machen würde. Zum Teil hat es auch historische Gründe. Der Pfiffikus, den hat es früher als Katalog gegeben über die ganzen vielfältigen Weiterbildungsangebote in Vorarlberg. Inzwischen haben wir das digital und seit dem heurigen Jahr noch einmal im Relaunch sehr, sehr, modern digital aufgebaut. Wir merken, dass zum Beispiel die meisten Leute am liebsten über mobile Geräte nach Weiterbildungen suchen im Internet. Und dem haben wir uns auch ein bisschen angepasst, haben auf der Seite der Anbieter versucht, Schnittstellen zu schaffen, dass das einfach für sie auch gut funktioniert und ihnen auch die Sichtbarkeit gibt. Da soll nicht das BIFO über allen stehen, sondern es soll das Angebot an Weiterbildungen im Vordergrund stehen und die Leute, die was suchen in dem Bereich, sollen es möglichst schnell finden. Aber wir haben natürlich jetzt einen stärkeren Link auch zur Bildungsberatung, weil was wir zunehmend merken, es ist halt, wie wenn man auch zum Arzt geht und das Gefühl hat, ich habe schon was gegoogelt. Oft ist es in der Bildungsberatung auch so, man hat eine Fülle an Informationen, man hat das Gefühl, ich weiß schon ungefähr, aber es ist dann doch gut, wenn man sich noch einmal absichern kann, wenn man nachfragen kann, wenn man ein Gegenüber hat, das einem auch direkt antwortet. Ist es so, dass viele sagen, Google, also sprich viele Fragen unter Anführungszeichen Dr. Google. Man kennt es aus anderen Branchen, da geht man in ein Elektronikfachgeschäft und oftmals sind die Kunden schon zum Teil besser informiert wie eigentlich der Fachberater. Also in dem Fall ist es bei Ihnen auch so, dass wirklich viele schon sehr gut informiert kommen. Ja, einerseits sehr gut informiert, ganz sicher, das haben wir, aber auch vermeintlich sehr gut informiert, oder? Also wenn man zum Thema Lehrstellen, zum Thema Studienberatung, wenn man da auf Google mal Suchbegriffe eingibt, das kann jeder testen, da kommen so viele Ergebnisse, dass ich gleich wieder am Anfang stehe. Und es ist dann schon ein guter Service, im BIFO natürlich kostenlos, wenn ich vor Ort jemanden habe, der mir da die richtigen Fragen stellt. Oft geht es ja um das. Also wenn ich im Google die richtige Frage eingib, dann werde ich auch die richtige Antwort finden. Aber wenn ich den Markt noch nicht kenne, wenn ich die Angebote, die Schnittstellen, die Durchlässigkeit noch nicht bis zum Ende verstanden habe, und das kann ich auch nicht von jedem erwarten, ist einfach auch gut, wenn man sich da kurz rückfragt. Und ich merke es gerade in unserem Informationszentrum, das ist so eine niederschwellige Möglichkeit, einfach ohne Termin vorbeizukommen. Da sagen die meisten, ich hätte nur ganz eine kleine Frage, ich habe mir schon alle Infos ausgedruckt. Und wenn man dann ein, zwei Gegenfragen stellt, dann merkt man, okay, da setzen wir uns einmal zusammen und nehmen uns Zeit und gehen das durch. Und man merkt dann auch, da kommt Qualität dann auch heraus, oder wenn man sich da
Austausch dazu. Sie, weil Sie gerade sagen, man kann aber ohne Termin bei Ihnen vorbeikommen. Genau. Wenn es jetzt aber Terminanfrage gibt, ist das, meinen das die Leute, rufen die an oder schreiben die E-Mail oder kommt über Kontaktformular? Weil wir wissen ja heutzutage von vielen Jungen, die eigentlich nicht mehr gern telefonieren. Ja, interessanterweise während Corona haben wir die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich vor die Alternative stellt, möchte sie die Beratung per virtueller Beratung machen oder telefonisch, dann haben gerade die Jugendlichen eher zum Hörer gegriffen, komischerweise. Bei den Erwachsenen war es eigentlich, die waren sehr offen auch für ein virtuelles Beratungsgespräch. Im Grund dafür kenne ich nicht, das war einfach, haben wir so festgestellt. Und was wir merken, die digitale Terminbuchungsoption, das haben alle am liebsten. Also das ist, haben wir erst heuer eingeführt und vorher hat man wirklich anrufen müssen und das ist sehr, sehr, sehr viel einfacher. Diese virtuelle Beratung, gibt es die erst seit Corona oder ist die schon länger im Einsatz? Also wir hatten vorher schon eine Online-Beratungsmöglichkeit, aber die war eher textbasiert und dass man wirklich virtuell das macht, das gibt es seit Corona. Wir waren aber schon vorher darauf vorbereitet, also das hat mich gerade noch gefreut, dass wir das fertig zur Verfügung stellen konnten. Was wir aber stark gemerkt haben, ab dem Moment, wo man wieder ins BIFO konnte, wo die Betretungsverbote aufgekommen waren, sind deutlich mehr Leute gekommen. Also es ist das Persönliche, das Unmittelbare, das Physische scheint schon noch einen Wert zu haben. Ja. Ist eigentlich ja, sag jetzt mal, KI, künstliche Intelligenz oder so Chatbots etc., ist das ein Thema für euch? Weil Sie gerade gesagt haben, ja, es früher hat so viele Beratungen, die sehr textbasiert waren. Also das könnte ja auch zum Teil wahrscheinlich ein Bot übernehmen. Ja, da gibt es ganz spannende Ansätze. Letztlich habe ich aus Deutschland so einen Bot gesehen, das ist wirklich ein WhatsApp-basierter Bot, also komplett niederschwellig. Dem schreibe ich meine Fragen und dann gliedert er das auf. Da ist im Hintergrund ein Algorithmus, da kann man sehr viel machen. Wir haben sowas noch nicht im Einsatz, wir haben es auch noch nicht angedacht in die Richtung. Aber ich kann mir vorstellen, gerade wenn es darum geht, so eine grundsätzliche Orientierung zu haben, oder? Mhm. Was kann ich gut, was mag ich gern, was sind meine Interessen und ich will einfach mal einen Einstieg haben in eine Berufsorientierung, kann das durchaus auch einen Reiz haben, einfach auch, weil es spielerisch ist. Mhm. Und ich habe es einmal durchgemacht, also es ist nicht komplett blöd, also es ist wirklich ein Algorithmus, der aufgrund von aussagekräftigen Fragen auch zu Ergebnissen kommt, die jetzt relevant sind, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also wäre ich offen. Für viele junge Menschen sind ja soziale Medien, Plattformen wichtig oder Sie sind dort sehr stark unterwegs. Welche sozialen Plattformen verwenden Sie fürs BIFO? Ja, wir haben einige im Einsatz. Also wir sind auf Facebook. Dort merkt man natürlich, da ist die, würde ich mal so sagen, Zielgruppe Ende 20 bis 40 stärker aktiv und auch darüber hinaus. Dort findet dort die stärkste Interaktion statt. Wir haben Instagram, vor allem für ein jüngeres Publikum. Wir haben LinkedIn, wo es dann wirklich um einerseits in der MINT-Koordination zum Netzwerkaufbau, aber auch ja, zum beruflichen Kontext, wo es darum geht. Und ansonsten versuchen wir dann auch oft, wenn wir tolle Initiative haben, dass wir auch die Mitarbeitenden auffordern oder darum bitten, dass sie einfach auch über ihre eigenen Netzwerke von WhatsApp-Status bis Instagram-Stories Dinge pushen. Und das Schöne ist, die tun das dann auch. Also es ist wirklich, man hilft sich da gegenseitig und vernetzt sich. Das ist ganz toll. Also in dem Fall, man, das alle Mitarbeiter selber, gibt es denn so wie so ein Know-how-Sharing mehr oder weniger? Oder gibt es eine zentrale Stelle, die nur für Social Media zuständig ist? Ja, wir haben verantwortlich in der Kommunikation, wo das zusammenläuft. Da sind zwei Personen tätig, die einfach dann auch schauen, dass ein gewisses Qualitätsniveau da ist, dass die Sujets zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Aber wir versuchen schon aktiv auch unsere Mitarbeiter ein bisschen als Botschafter in die Richtung zu haben und das ist gut, dass es funktioniert. Und intern haben wir eine Wissensmanagement-Plattform, wo wir uns austauschen, wenn es neue Arbeitsmarktstudien gibt, wenn es neue Lehrberufe gibt, wenn es neue Informationen gibt, die schnell ans ganze Team in der Beratung gehen sollen oder an alle, die an den Schulen tätig sind. Das können wir inzwischen alles digital abdecken, was auch eine Errungenschaft von 2020 ist. Wie herausfordernd ist das Community-Management? Wir als Medium wissen das, dass es zum Teil sehr fordernd und aufwendig ist. Wenn Sie da angeschrieben werden und so weiter und so fort, wie machen Sie das? Ja, also Community Management, wenn es darum geht, wie man die Zielgruppen erreichen, das ist natürlich immer eine große Challenge, weil gerade die Jugendlichen, die auf Instagram unterwegs sind, die haben jetzt nicht auf Institutionen gewartet, oder? Man muss wirklich einen Aufhänger haben oder einen Multiplikator. Wenn es über die Schule geht, wenn es über ein Event geht und so weiter, haben wir deutlich höhere Interaktionen, als wenn wir wirklich eine direkte Ansprache machen. Wir haben auch teilweise über verschiedene Initiativen, wo sie können was beitragen, was so ein bisschen die Community aktiviert, indem jemand bei einem Gewinnspiel oder bei anderen Tätigkeiten dabei war. Aber man muss wirklich
die Community auch am Leben halten und auch Content bieten, der relevant ist, weil einfach nur seine Inhalte eins zu eins auf Social Media, da bin ich kein Fan davon und das wäre auch nichts, was man tun wollen. Wäre vermutlich auch nicht sehr authentisch. Jetzt wissen wir, viele Jugendliche, die wissen, wie sie Videos auf TikTok machen und Stories für Instagram erstellen und so weiter. Aber wie wichtig sind digitale Skills für Jugendliche heutzutage bei der Berufssuche? Ja, ich würde es nicht einmal auf Jugendliche einschränken, ist natürlich die Frage absolut berechtigt. Ich merke es auch bei Erwachsenen und da sehe ich auch zum Teil eine gewisse Schwierigkeit, wenn sich jemand nicht mehr ganz darauf einlassen möchte zum Beispiel, weil er einfach sagt, du, ich habe das gelernt, das war vor 20 Jahren und das ist valide und ich verschließe vielleicht die Augen davor, dass sich da gerade ganz, ganz massiv viel tut. Das betrifft viele Dienstleistungsbereiche, das betrifft aber auch technische Bereiche. Und bei jungen Menschen, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Man geht ja davon aus, dass die Digital Natives und die Generation Z, die jetzt unterwegs ist, dass die einfach von Haus aus Computer Skills haben. Und diese Computer Skills, die ominösen, die beinhalten sehr viel, von Medienkompetenz über Datenschutz bis hin zu sinnerfassendem Lesen, oder? Ganz großes Thema. Also Medien bedienen ist das eine, Videos online produzieren, streamen und so weiter ist das eine, aber auch dann Texte, Inhalte produzieren, darauf achten, ob die passend sind und so weiter. Also da wird schon sehr viel abverlangt und ich glaube, man muss Hand in Hand, Schule, Ausbildungsbetriebe, Institutionen, die da herum sind, einfach auch darauf schauen, dass man da diese Digitalisierungswelle, dass alle in dieselbe Richtung ziehen und auch niemand auf der Strecke bleibt, weil ich kann mir kaum Berufsbilder vorstellen, wo man in 10 Jahren sagen kann, ja, also Computer kann ich es gar nicht und Digitales, da halte ich jetzt Abstand davon. Das wird sehr wenige betreffen. Merken Sie großes Interesse von, ich sage jetzt mal, den Digital Immigrants, wie man sie so schön nennt, die noch nicht so geübt sind im Umgang mit digitalen Medien, kommen die verstärkt auf Sie zu? Also im WIFO jetzt merke ich es halt vor allem, wenn jemand in einem Umbruch ist, das sehen wir bei uns in der Beratung, dass da schon eine Offenheit da ist, aber man möchte sich oft abstützen über Weiterbildungen und Fortbildungen, einfach weil man nicht so ins Blaue hinaus sich in dieser Welt bewegen will. Es gibt dann auch Angebote, der Digitalcampus sei an der Stelle erwähnt, und auch andere Möglichkeiten in den verschiedenen Bildungshäusern, wo man sich da auch noch einmal die Sicherheit holen kann. Aber ich merke vor allem, Digital Immigrants ist ein toller Begriff, aber dass da auch eine große Offenheit da ist. Ich glaube, es ist bekannt, dass man da sich weiterbilden soll. Es wird auch von den Unternehmen gefördert und die Leute sind offen dafür. Ja. Das eine sind die Digital oder die digitalen Skills. Was muss man denn sonst noch so mitbringen, damit man heutzutage einen Job kriegt? Ja, das ist natürlich eben, es hängt von der Branche ab, es hängt vom Interesse ab. Wir sind seit September letzten Jahres, ist die MINT-Koordination des Landes, der Wirtschaftskammer und der Bildungsdirektion Vorarlberg, die dürfen wir im WIFO sozusagen führen. Ist ganz ein spannender Ansatz, weil wir da auch ein bisschen versuchen, diesen Forschergeist am Leben zu halten, von den eigentlich Kinder von Haus aus mitbringen und auch ein bisschen versuchen, diese Technikbegeisterung, informatische Skills, also 21st Century Skills ist immer so dieser tolle Überbegriff, aber dass man diesen unter dem Überbegriff Neugier, Forschergeist auch ein bisschen aktiv hält, das ist das eine. Aber was schon dazu kommt, und das wird ebenfalls spannend sein, die Dinge, die nicht automatisiert oder digitalisiert werden können, Kreativität, Problemlösungskompetenz, Mensch-Maschinen-Interaktionskompetenz, also da gehört ja noch einiges dazu, oder welchen Algorithmus setze ich für welchen Zweck ein, wie wähle ich den aus, und natürlich auch der direkte Umgang zwischenmenschlich, das spielt ganz eine große Rolle. Und wenn ich heute jemanden habe, der einfach fragt, was muss ich können, damit ich sich einen Job kriege, in der Schule ist immer ein Thema, oder? Wenn ich halt Chancen haben will, ist wichtig, dass die Noten auf einem gewissen Niveau sind. Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, aber es ist grundsätzlich wichtig, dass man einfach auch in der Schule die Chancen nutzt, die man hat. Wir versuchen über den Talente-Check des Landes auch vorab aktiv zu sein und auch zu sehen, wo man vielleicht nachbessern muss. Sprache ist natürlich vielfach ein großes Thema, aber auch verschiedene Fähigkeiten wie Pünktlichkeit, Motivation zeigen, offen sein und vielleicht auch über den eigenen Schatten springen. Und ich weiß, für viele ist das schwierig, wenn man gerade eher schüchtern veranlagt ist oder so. Es ist halt oft im Schnuppern
oder wenn man mit dem Betrieb in Kontakt tritt, ist es wichtig, dass man ein gewisses Auftreten, ein gewisses Standing, eine gewisse Überzeugung mitbringt. Und wir versuchen das auch immer den Jugendlichen, die bei uns sind, ein bisschen mit auf den Weg zu geben. Und ganz spannend ist oft die Frage, wenn man fragt, was kannst du gut, was tust du denn gern? Dann kommt so, oh, war es nicht so recht und so. Und dann fragt man ein, zwei Dinge nach, was machst du in der Freizeit, was sind deine Hobbys? Und plötzlich kommt eine ganze Liste von Basteln, von Programmieren, von Reisen organisieren mit den Freunden und so weiter. Also ja, oft ist man einfach noch nicht vorbereitet, dass die Frage kommt, oder was sind deine fünf? Wir sagen immer, du hast eine Hand, du hast fünf Finger, da kannst du fünf positive Eigenschaften von dir mit jedem Finger assoziieren und die kannst du dann auch beim Bewerbungsgespräch. Wird aus Ihrer Sicht auf die Talente von der Jugendlichen, gab man auch in der Schule genug Trophäen, weil wenn Sie sagen, einer, der zum Beispiel gut basteln, der kämpft sich aber mit Mathe und ich weiß nicht was ab. Wie Ihre persönliche Meinung dazu zum Schulsystem, so, dass man die Talente abbildet? Also ich denke, es ist im Schulsystem alles vorhanden, um jedem eine Chance zu geben. Also ich denke, das ist durchaus da. Natürlich kann ich nicht mit der Klassengröße, die wir teilweise haben, ganz, ganz viel individuelle Förderung betreiben. Aber ich denke, dass es auch da ganz viele Supportstrukturen um die Schule herum gibt. Ich glaube, es ist eine große Offenheit da. Und ich merke es immer, wenn wir mit der Bildungsdirektion zu tun haben. Also es ist wirklich, gerade wenn es um die Berufsorientierung geht, um die Talente, um die Kompetenzen, also es ist eine Offenheit da. Im Einzelfall kennt jeder die Geschichten, mein Kind ist zu wenig gehört worden oder mein Kind hat die Fähigkeiten und niemand sieht es. Und das gibt es sicherlich und das wird auch wahrscheinlich nicht jede Klassenerfahrung dieselbe sein. Aber ich denke, es wäre schon alles da in Vorarlberg, dass man wirklich Talente fördert und entwickelt. Ihre Berater sind ja auch sehr viel an Schulen unterwegs. Ja. Wie läuft es aktuell mit Corona? Ja, einerseits natürlich eingeschränkt mit allen Sicherheitsmaßnahmen in kleineren Gruppengrößen und mit sehr viel natürlich Social Distance, was gerade in unserem Bereich eigentlich fast der Widerspruch ist. Man will eine Beziehung aufbauen, man will Vertrauen gewinnen und muss aber auf Abstand miteinander sein. Aber es kennt jeder die Situation, man geht um damit. Es funktioniert sehr gut und ich muss da einen ganz großen Dank an meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aussprechen, weil es einfach sie sich auf das einlassen. Wir wollen, dass es keinen Corona-Jahrgang gibt in der Berufsorientierung und nach Möglichkeiten, solange wir an die Schulen dürfen, werden wir auch hingehen. Was ich auf Ihrer Seite entdeckt habe, das war der Karrierecheck für Maturanten. Was wird da genau gemacht? Ist das eher für Maturanten aus dem humanistischen Bereich? Weil jemand, der berufsbildende höhere Schule zum Beispiel macht, der wird vermutlich schon in eine Richtung tendieren. Oder hast du es denn da, dass sie, ob ich studieren da soll oder nicht? Oder wie läuft das? Das ist ganz eine gute Frage. Also der Karrierecheck, das haben wir im Grunde mit Partnern aus ganz Österreich im Bereich der Bildungsberatung innerhalb der Wirtschaftskammern entwickelt. Wir waren an der Entwicklung selber beteiligt, weil es uns ein Anliegen war, für diese Zielgruppe ein eigenes Format zu haben. In BIFO gibt es generell die Potenzialanalyse, aber wir wollten ganz gezielt, weil die Zielgruppe einfach noch einmal andere Fragestellungen hat, die hat andere Voraussetzungen und auch andere Möglichkeiten. Es stimmt tatsächlich, wenn jemand jetzt eine berufsbildende Schule besucht hat, der weiß wahrscheinlich schon ganz genau, vielleicht sogar bis hin zu welchem Betrieb jemand beginnen will. Aber es gibt auch dort Ausnahmen, dass jemand einfach sagt, du, jetzt zieh es nur durch, aber so ganz überzeugt bin ich nicht. Ich möchte nochmal schauen, wo ich meine wirklichen Talente liegen. Und natürlich, wenn jemand jetzt eine Nachheismatur hat oder auch an einer HLW haben wir Erfahrungen gehabt, wo jemand sich einfach sicher sein will, was tue ich jetzt dann auch, gehe in ein Büro, mache ich etwas im Medizinbereich, tue ich ganz was anderes. Und für das ist der Test geeignet und ich finde ihn auch jugendgerecht, aber anspruchsvoll natürlich, weil man wirklich sehen will, objektiv, wo bin ich gut. Ja. Machen das viele Maturanten? Wir haben heuer im Sommer begonnen damit. Also es ist wirklich ein Angebot, man muss es sozusagen bei uns wirklich buchen, das geht nicht durchgängig an die Schulen. Dort haben wir andere Formate, mit denen wir an den Schulen präsent sind. Und wir haben jetzt, also ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt um die 30 solcher Tests gemacht und sind noch dabei, die ersten Erfahrungen zu sammeln. Ab nächsten Jahr wird man das sicher stärker ausrollen, aber es kann man laufend buchen. Sind diese Angebote eigentlich gratis oder kostet das was? Also jetzt der Karrierecheck zum Beispiel kostet 69 Euro. Auch die Potenzialanalyse kostet bei uns etwas, weil es einfach mit einem sehr hohen Aufwand verbunden ist. Aber grundsätzlich sind unsere Beratungen, die sind alle kostenlos, alle unsere Formate in den Schulen sind kostenlos, alle unsere Plattformen sind kostenlos und auch natürlich die Preise für diese Angebote sind sehr günstig. Ja. Was Sie auch machen, ist die E-Messe.
Was ganz genau bei der E-Messe und vor allem, vielleicht können Sie einen kleinen Ausblick geben auf nächstes Jahr. In Zeiten von Corona, kann man die überhaupt physisch durchführen? Also die E-Messe wird von der Wirtschaftskammer Vorarlberg natürlich organisiert. Das BIFO mit der AMS, Bildungsdirektion und anderen sind Partner in dem Bereich. Wir organisieren vor allem auch die Zusammenarbeit, die Schnittstelle zu den Schulen, was sehr gut funktioniert. Es ist eine Ausbildungsmesse, aber sie lebt sehr stark von diesem Erlebnis, von diesen Erfahrungen, die man hat. Die Entscheidung, ob sie dann nächstes Jahr gemacht wird, liegt nicht bei uns. Ich habe mir jetzt auch ein paar Formate angeschaut von anderen Ländern, die das machen, Oberösterreich oder Südtirol, die jetzt heuer digitale Messen angeboten haben, teils mit sehr hohem technischen Aufwand und auch spannend von den Formaten und Vorträgen, die man hat. Aber wenn ich jetzt an das Erlebnis denke, das wir gehabt haben letztes Jahr bei dieser E-Messe, wo einfach leuchtende Augen, tolle Angebote, überall blinkt und wuselt und das passiert so viel. Also ich persönlich würde mir sehr wünschen, dass es auch im nächsten Jahr möglich sein wird, unter egal welchen Bedingungen, dass man die E-Messe tatsächlich durchführt, aber es steht halt noch ein bisschen in den Sternen. Ich weiß auch noch nichts aus irgendwelchen Insiderkreisen, ob da schon Pläne in die Richtung gesponnen werden. Es gibt ja das Projekt Ich gehe mit, unter Anführungszeichen. Worum geht es da? Ja, Ich gehe mit ist ganz eine sympathische Initiative. Da können eigentlich 10- bis 14-jährige Kinder und Jugendliche können mit ihren Eltern in die Betriebe gehen. Und kommt so ein bisschen aus dem Gedanken heraus, früher, wenn man sich informieren wollte, was der Bäcker tut, ist man einfach zum Bäcker in der Nachbarschaft hineingelaufen und konnte man in die Backstube schauen, dasselbe beim Metzger und dasselbe vielleicht auch in der Bank. Heutzutage gibt es da verschiedene Auflagen, das ist nicht mehr so ganz einfach, also man muss wirklich fast einen Moment schaffen, wo man das halt nicht nur erlaubt, sondern auch quasi sagt, an dem Tag gehören die Betriebe auch den Kindern, die mitgehen. Und das ist für viele der erste Kontakt mit der Berufsorientierung. Zu den Berufen der eigenen Eltern oder Verwandten und Bekannten, da hat man vielleicht einen engen Bezug, kann sich schon einmal in seinem Kopf was vorstellen, aber wenn man dann einen Tag dort verbringen kann, kann man auch feststellen, gefällt mir das, ist das etwas, was mir liegt, oder ist das vielleicht etwas, was ich nie machen will, aber es ist schon mal spannend, einen Tag so zu verbringen. Also es ist wirklich so quasi ja, der erste Einstieg in die Berufsorientierung. Und die Zielgruppe, sind das Kinder, Jugendliche ab 12 Jahren oder 13? Oder? Wir sagen sogar schon ab 10 Jahren, weil es einfach darum geht, Betriebsluft schnuppern oder einfach Eindrücke sammeln. Da muss sich niemand vorstellen, da tut man nicht schnuppern, da muss man kein Werkstück bauen. Man ist einfach da und die Betriebe, ist ja wahnsinnig schön, wie sich die ins Zeug legen, um den Tag auch schön zu gestalten und für die Kinder und Jugendlichen was anzubieten. Also wir starten da bei ganz Jungen, weil es einfach keinen pädagogischen Anspruch hat, sondern nur das Erlebnis im Vordergrund sein soll. Vielleicht abschließend, wie und wo kann man sich da melden oder anmelden? Ja, wir haben immer auf BIFO.at natürlich und in Facebook und den übrigen Kanälen in den sozialen Medien bewerben wir das immer. Nächstes Jahr wird das Ich gehe mit aller Voraussicht nach wieder im Juni stattfinden. Heuer haben wir mal außerdurch aus Vorsichtsgründen das im August gemacht, was auch gut funktioniert hat. Natürlich in etwas reduziertem Ausmaß, aber ich gehe schon davon aus, dass wir im nächsten Jahr wieder unsere Berufsorientierungsangebote regulär anbieten können. Die Betriebe sind inzwischen auch ein bisschen geschulter darin, was es gilt, an Hygienemaßnahmen umzusetzen. Und es funktioniert eigentlich sehr gut. Also ich bin positiv, dass auch im nächsten Jahr die Kinder und Jugendlichen ihre Eltern im Betrieb besuchen können, ihre Verwandten, Bekannten. Mhm. Vielleicht doch noch eine Frage, und zwar, Sie haben ja eigene Blogs, habe ich gesehen, die werden, glaube ich, sogar von zum Teil Mitarbeitern geschrieben, ist das korrekt, oder Experten? Wie wird das angenommen? Ja, es gibt also zentrale Blogs der Bildungsberatung Österreich, das wird wirklich österreichweit aufgezogen und wir steuern dann auch Artikel und Fachartikel dazu, weil wir einfach sagen, unsere Erfahrungen aus der Beratung, wie können wir die auch nutzen und weitergeben, dass vielleicht jemand, der nicht in die Beratung kommen will, aber trotzdem lesen will, wie man damit umgeht, wenn man einen Studientitel in einem anderen Land erworben hat und jetzt einen Beruf in dem und dem Bereich haben möchte. Oder auch einfach, dass man das online finden kann, wenn man danach sucht. Also wir merken, dass die gut angenommen werden, aber natürlich die Zahlen sind dann für ganz Österreich. Ja. Und jetzt zur Berufsberatung mit Maske kommen, nehme ich mal an. Genau. Aktuell. Genau. Und besser anmelden vorher oder einfach vorbeikommen? Was ist Ihnen da lieber? Ja, es gibt, also zum Glück geht immer noch beides. Man kann ohne Termin am Nachmittag bei uns an mehreren Tagen der Woche ins Informationszentrum kommen mit Maske. Und wenn man dorthin sitzt und sich informiert, kann man die Maske abnehmen. In der Beratung haben wir überall Sicherheitsmaßnahmen, sodass auch keine Maske getragen werden muss. Also das funktioniert fast wie ganz normal. Wir versuchen immer zu vermeiden, dass zu viele dann im Wartebereich miteinander sind und auch das klappt gut. Dann sehr spannend. Dann wünsche ich alles Gute und bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich bedanke mich. Dankeschön. Dankeschön.